Hallöchen miteinander, da ist er mal wieder, live aus dem Rathaus in Dortmund. Und ich bin nicht ganz alleine, ich habe den wichtigsten Mann, der natürlich nichts hier im Rathaus zu sagen hat, aber auf dem Friedensplatz, da ist er ganz wichtig, Hans-Werner Rixe von der Dortmund Agentur. Was guckst du mich eigentlich so an? Darf ich dich mal so ein bisschen besser anziehen? Besser so was? Du siehst gut aus. Woran liegt es, dass du nach so vielen Tagen hier schon noch immer so gut aussiehst? Ja, weil ich ein gutes Team habe. Das ist ganz einfach. Es gibt einen guten Sicherheitsdienst, die Polizei ist gut, der Kultmoderator ist gut. Alles spielt Hand in Hand, sodass wir also jetzt eine Woche gut hinter uns haben. Ich kann eigentlich von keinen Problemen berichten, sondern einfach nur, dass wir hier eine gute Veranstaltung hingelegt haben zusammen. Möchte auch gut aussehen. Da muss ich ihm natürlich die Frage stellen, warum hat er nichts unternommen? Denn das Wetter war scheiße. Ich habe, mein Frosch ist gestorben. Ich habe so einen Wetterfrosch im Glas und der ist leider verstorben. Und seitdem habe ich Schwierigkeiten mit dem Wetter, beziehungsweise nicht ich, sondern hier der Friedensplatz. Ich weiß noch nicht, wie ich auch aus diesem Dilemma rauskomme, aber irgendwie kriege ich das wieder hin. Nee, es gibt so ein Gerücht, also, dass jeder Zuschauer, der zum Deutschlandspiel gegen Dänemark kommt, einen Helm aufsetzt, so einen Hut. Ja, das werden wir ganz scharf kontrollieren, ob das auch so ist. Ja, also das wäre natürlich geil. Also, liebe Zuschauer, alle, die das jetzt sehen und sagen wir mal Sonntag pünktlich hier sind auf dem Friedensplatz und haben einen Hut auf. Hans-Werner, was können wir für die tun? Ich denke, die kannst du von der Bühne aus begrüßen. Mir ist die zu einer, ja, zu einer Gruppe zusammenführen und ich denke, das gäbe super schöne Bilder. Wir können ja auch Folgendes machen. Das ist ja ein Unikat, muss man dazu sagen. Ein ganz besonderer. Und alle, die einen Hut haben und melden sich bei mir am Sonntag, die das jetzt hier gesehen haben, die kriegen von mir persönlich so einen Hut. Was hältst du davon? Kannst du die organisieren? Ich denke, das wird schwer werden, weil die Hüte nicht mir gehören. Aber ich habe eine andere Idee. Du hast doch bestimmt Autogrammkarten mit deiner Unterschrift als Kultmoderator. Das wäre doch vielleicht die Lösung. Versuche auf jeden Fall, für alle, die sich bei mir melden und sagen, hi Kultmoderator, kriegen einen Hut. Das ist doch ein Wort. Wenn du das schaffst, Uwe, dann bist gut. Wenn du das schaffst, Uwe, dann bist du und bleibst du der Kultmoderator Friedensplatz 2012. So, das war unser erster Bericht hier live aus dem Rathaus, liebe Zuschauer. Mehr Berichte können Sie natürlich weiterhin bei uns hier sehen. Viel Spaß, schöne Grüße aus dem Dortmunder Rathaus. Und denken Sie an Ihren Hut und melden am Sonntag, ich bin ab 18 Uhr hier. Und einfach nur sagen, hi Kultmoderator, dann gibt's einen Hut. Ciao.
Zuschauer, jetzt haben Sie also den Hans Werner und Michael Hef. Wir saßen gerade im Rathaus und haben mir aber trotzdem schon ein paar Bilder von hier draußen gezeigt. Hier auf dem Dortmunder Friedensplatz ist natürlich jetzt nicht so eine große Partystimmung wie als, hätte ich beinahe gesagt, Deutschland spielt. Aber die Party kommt ja noch, Deutschland gegen Dänemark. Da wird hier so richtig die Post abgehen und ich habe meinen richtigen Hut auf. Der Hut, der wird also, denke ich mal, dafür sorgen, dass wir reichlich Punkte holen werden bei der Europameisterschaft. Und 6 haben wir schon, also am Sonntag sind es dann 9. Und dann Viertelfinale, Halbfinale und im Endspiel werden wir dann natürlich gewinnen. Dann wird also richtig hier gefeiert. Freuen Sie sich auf tolle Tage noch hier in Dortmund beim Papinguin. Und wir sind weiterhin dabei beim großen Rudelgucken. Und jetzt zeige ich Ihnen noch einige glückliche Menschen, die hier zu Gast waren auf dem Dortmunder Friedensplatz am Freitagabend hier bei der Begegnung Ukraine gegen Frankreich. Kombinieren wie eine, das, was sie können. Kontakt.